Novena zu Maria, Mutter vom Guten Rat, erster Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Mutter vom guten Rat, historisches Geschehen. Seit dem 15. Jahrhundert wird die Jungfrau Maria unter dem Titel Mutter vom guten Rat in den Sabinerbergen, nahe bei Rom in einer kleinen Stadt, Genazzano, angerufen. Die Geschichte fährt fort. Das Gnadenbild Mutter vom guten Rat sei dort am 25. April 1467 auf dem Altar der kleinen Kirche erschienen, damals noch im Aufbau. Es wurde festgestellt, dass dieses Gemälde auf wunderbare Weise aus einer Kirche in Skutari, Albanien, entfernt wurde. Viele Päpste haben diese Verehrung unterstützt und Leo der 13. fügte die Anrufung. Mutter vom guten Rat in die lauretanische Litanei hinzu. Viele Wunder geschahen und viele Gnaden wurden erhalten. Novena zu Maria, Mutter vom guten Rat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gebet der Novena, erster Tag. Mutter vom guten Rat, erhabene Mutter des Sohnes Gottes, bitte für uns.
Unser Reichtum bist du, O Maria. Mutter Jesu, unter dem Kreuz bist du unsere Mutter geworden. Wer könnte uns besser zu Jesus führen als du? O Maria, schau herab auf deine Kinder. Sie hungern nach Gerechtigkeit und Wahrheit, nach Liebe und Friede. O Maria, sei du das Licht, das unseren Weg erleuchtet. O selige Jungfrau Maria, im Ratschluss Gottes warst du von Ewigkeit her auserwählt, zur Mutter des menschgewordenen Wortes, als Mittlerin in seiner göttlichen Gnaden und als Fürsprecherin der Sünder. Zu dir nehme ich meine Zuflucht in dein unwürdiger Diener. Ich, dein unwürdiger Diener. Mögest du mir beistehen mit deinem Rat und mein Wegweiser sein in diesem Tal der Tränen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gebetsnovene um die Fürbitte der Mutter vom Guten Rat. Heiliger, allmächtiger Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ermutigt uns. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Lukas 11,9. Unser Glaube ist oft schwach und unser Vertrauen klein und gering. So wenden wir uns jetzt an dich, Maria, Mutter vom Guten Rat. Dir dürfen wir unsere Not sagen und zu dir tragen, was uns bedrückt. Hier kann man sagen, was uns bedrückt. Maria, ich darf dich vorschicken und um deine Fürbitte Sprache bitten. Du gibst meine Ratlosigkeit an Jesus weiter. Dein Rat tut alles, was er euch sagt. Johannes 2,5 erweist sich als hilfreich und gut. Lass mich tun, was du mir in meiner augenblicklichen Situation, in meinem jetzigen Anliegen rätst, damit das Wunder beginnen kann, wie in Kana. Amen. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns. Mutter des wunderbaren Ratgebers, bitte für uns. Mutter des guten Rates, bitte für uns. Du kluge Jungfrau, bitte für uns. Die Jungfrau mächtig zu helfen, bitte für uns. Du Frau von den Völkern gepriesen, bitte für uns. Du Ratgeberin der Apostel, bitte für uns. Du Ratgeberin der Märtyrer, bitte für uns. Du Ratgeberin der Bekenner, bitte für uns. Du Ratgeberin der Jungfrauen, bitte für uns. Du Ratgeberin aller Heiligen, bitte für uns. Du Ratgeberin der Bedrängten, bitte für uns. Du Ratgeberin der Betrübten, bitte für uns. Du Ratgeberin der Kranken, bitte für uns. Du Ratgeberin der Armen, bitte für uns. Du Ratgeberin der Witwen und Waisen, bitte für uns. Du Ratgeberin der Familien, bitte für uns. Du Ratgeberin der Jugendlichen, bitte für uns. Du Ratgeberin aller Regierenden, bitte für uns. Du Ratgeberin aller Notleidenden, bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Gefahren, bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Versuchungen, bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Ängsten und Zweifeln, bitte für uns. Du Ratgeberin der Sterbenden, bitte für uns. In Einsamkeit und Verlassenheit, hilf uns mit deinem Rat. In Zurückweisung und Ablehnung, hilf uns mit deinem Rat. In Freundschaft und Ehe, hilf uns mit deinem Rat. In Krisen der Familie, hilf uns mit deinem Rat. Zur Umkehr und Versöhnung, hilf uns mit deinem Rat. Im Zusammenleben von Jung und Alt, hilf uns mit deinem Rat. In Freundschaft und Ehe, hilf uns mit deinem Rat. In Zurückweisung und Ablehnung, hilf uns mit deinem Rat. In Krisen der Familie, hilf uns mit deinem Rat. Im Zusammenleben von Jung und Alt, hilf uns mit deinem Rat. Im Dienst an der Kirche, hilf uns mit deinem Rat. Bei der Suche nach Gott, hilf uns mit deinem Rat. Im Gebet und Arbeit, hilf uns mit deinem Rat. Im Dienst an den Mitmenschen, hilf uns mit deinem Rat. Auf dem letzten Platz, hilf uns mit deinem Rat. Vor großen Lebensentscheidungen, hilf uns mit deinem Rat. Zu Beginn eines neuen Lebensabschnittes, hilf uns mit deinem Rat. In Kriegen und Naturkatastrophen, hilf uns mit deinem Rat. In der Stunde unseres Todes, hilf uns mit deinem Rat. Heilige Maria, du Mutter des guten Rates, Lamm Gottes, du Herr, verschone uns.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. Du Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, erbarme dich, unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, erbarme dich, unser. Bitte für uns die Mutter des wunderbaren Ratgebers. Verbinde uns mit dem menschgewordenen Ratschluss der Liebe Gottes. Amen. Lasset uns beten, allmächtiger Gott und Vater, beim Gedenken an Maria, die Mutter des guten Rates, schenke uns Rettung und Heil durch die wunderbaren Ratgeber Jesus Christus. Der mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.